Also mein Name ist Heiko Wischert. Ich bin Geschäftsführer der Firma EG Plastik. Ich bin Maschinenbautechniker und Betriebswirtschaftler und bin seit 2,5 Jahren an Bord. EG Plastik ist ein Kunststoff-Spritzgussunternehmen seit 1970 am Markt und wir sind über die Jahre zum Marktführer Europas geworden in der Herstellung von Kerzenhüllen, die im Grunde genommen als Teelichter zum Beispiel oder als Opferkerzen schon jeder mal in der Hand gehabt hat. Wir beschäftigen uns aber auch seit über 20 Jahren mit der Herstellung von technischen Produkten, beispielsweise Tankverschlüssen, Haltebändern für Tankdeckel, für Maschinenbau, für Dachdeckerbedarf. Wir erfüllen ganz, ganz viele verschiedene Anforderungen unserer Kunden. Also jeder Kunde ist willkommen. Also Ausbildung ist für uns elementar wichtig, da der Arbeitsmarkt, bedingt auch schon allein durch den demografischen Wandel, immer dünner wird. Und wir brauchen junge, begeisterungsfähige Menschen, denen wir halt eben auch über die Ausbildung hinaus dann auch eine Arbeitsstelle bieten wollen. Ja, mein Name ist Thorsten Schmitz. Ich bin Produktionsleiter hier bei EG Plastik in Dreisbrück. Ein zukünftiger Azubi bei EG Plastik sollte Interesse an Mathematik, Physik und Chemie haben. Es gibt keine Mindestvoraussetzungen dafür, aber er sollte halt begeistert sein, für neue Dinge zu lernen, in Naturwissenschaften ein bisschen bewandert. Den Rest bekommen wir dann schon hin. Wir bilden aus den Kunststofftechnologen und den Werkzeugmechaniker. EG Plastik ist ein grundsolides Unternehmen, seit 53 Jahren hier in Dreisbrück ansässig. Junge Menschen können hier von Grund auf lernen, wie man Kunststoff richtig verarbeitet, wie man Spritzgießen richtig durchführt. Wir bieten gerne jungen Menschen die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren. Besondere Voraussetzungen haben wir keine. Man sollte wenigstens 14 Jahre alt sein, wenn man ein längeres Praktikum machen möchte. Ansonsten sehr gerne einmal melden und reinschnuppern.